Der Projektauftraggeber dieses Projekts war die TechTalk, welches ein agiles Softwareentwicklungsunternehmen im 22. Bezirk ist. Unsere Ansprechpersonen waren einmal Franz Noll und noch Florian Zechak. Unser Projektauftrag war es, innerhalb der TechTalk die KPIs, Key Performance Indicator, mit Hilfe von Power BI zu erweitern, zu modernisieren und zu automatisieren. Dadurch soll der monatliche Aufwand wesentlich reduziert werden. Der Umfang der Modernisierungsmaßnahmen wurde erst im Laufe des Projektes festgelegt. Da uns sowohl eine strikte und vollständig transparente Dokumentation als auch ein flexibles Prozessmanagement innerhalb des gesamten Projektzeitraums wichtig war, bestand unser Projektansatz aus einer Mischung vom klassischen Projektmanagement und den agilen Prinzipien des Scrum. Am Anfang des Projekts wurden wir in Power BI und in Azure DevOps eingeschult. Danach konnten wir bereits mit den ersten KPIs starten. Unsere Sprints haben 3 Wochen gedauert. Alle 3 Wochen hatten wir ein Sprint Review, wo wir unserem Product Owner Florian Zeschak bzw. unserem Projektauftraggeber Franz Noll die Ergebnisse des Sprints gezeigt haben und Feedback dazu bekommen haben. Nach dem Review findet die Sprint-Retrospektive statt, in der wir besprechen, was im letzten Sprint gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. In den Retros haben wir manchmal auch schon Übungen durchgeführt, wie zum Beispiel den Spaghetti-Turm-Challenge, um unsere Zusammenarbeit als Team zu stärken. Nach der Retro wurde bereits der nächste Sprint geplant. Wir hatten außerdem auch wöchentliche Meetings, die jeden Freitag stattgefunden haben. Im Laufe unseres Projekts haben wir insgesamt 5 verschiedene KPIs modernisieren können. Jede KPI wurde beliebig in Power BI visualisiert, ist mit einem Info-Button, der eine kurze Zusammenfassung der KPIs beinhaltet, ausgestattet und ist aufgrund des zusammenhängenden Excels aller KPIs leicht wartbar. Dadurch konnte der monatliche Aufwand der Datenüberarbeitung aller von uns modernisierten KPIs minimiert werden.